Moin moin Leute und willkommen zu einem kleinen Zwischenspiel. Es gab es vor ein paar Tagen günstig in Halloween Sale. Ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem macht es Spaß. Das ist Race the Sun, in dem es darum geht, gegen die Sonne zu fliegen sozusagen. Ich bin nämlich ein solarbetriebenes Flugzeug. Und das da vorne ist die Sonne und die geht halt langsam unter. Und deswegen muss ich diese gelben Teile sammeln, die machen mich kurzzeitig schneller und sorgen dafür, dass die Sonne wieder hochgeht. Und das Grüne, was ich gerade aufgesammelt habe, das sind Sprünge, mit denen kann ich ohne Sprungschanze springen. Genau, und die blauen Teile, die geben Punkte. Und zwar 100 mal der Multiplikator, den ich links oben habe, die 7 gerade. Und alle 5, die ich aufgesammelt habe, kriege ich nochmal einen Multiplikator dazu. Also jetzt gibt jeder 800 Punkte. Jetzt 900. Und wie gesagt, genau, die Sonne geht halt mit der Zeit unter. Man wird halt immer schneller, damit die Sonne eben nicht untergeht. Und ja, jetzt ist der Multiplikator wieder runter, weil ich ein bisschen Mist gebaut habe. Und es geht im Prinzip einfach darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das ist alles. Die Welt wird einmal am Tag zurückgesetzt, soweit ich weiß. Alle 24 Stunden. Das heißt, wenn man das Spiel spielt, hat man jeden Tag eine neue Welt. Also es ist nicht wirklich komplett neu, aber es sind halt so, keine Ahnung, ein gutes Dutzend Elemente oder so, die halt immer zufällig neu zusammengesetzt werden. Und das ist jetzt gerade auch so ein kleines bisschen langweilig, denn ich habe das Spiel schon eine ganze Weile gespielt. Ich bin mittlerweile Level 25 von 25. Und die Sache ist die, man kriegt, wenn man auflevelt, Upgrades, mit denen man das Schiff besser machen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel nur einen Sprung speichern. Und genau. Das war gerade blöd. das lila Schild, das ich mir da gerade gesucht oder aufgeschnappt habe, das werdet ihr wahrscheinlich bald in Aktion sehen. Das sorgt dafür, dass ich, wenn ich eigentlich sterben müsste, nochmal eine Chance habe, weiterzumachen. Und so kostenlose Sprünge sollte man... Naja, sowas zum Beispiel. Das lila Schild ist jetzt verbraucht und ich bin dafür wieder lebendig. Und dieses Spiel, wie gesagt, es kostet nicht viel. Es ist spannend, es macht Spaß zu spielen. Diese freien Sprünge, wenn man halt die Sprünge voll hat und dann einen kriegt, die sollte man halt mitnehmen, um sich so ein bisschen Überblick zu verschaffen über die Welt, über das, was noch kommt. Um vielleicht einen Booster zu sehen, denn die Booster, hat man gerade gesehen, die lassen die Sonne wieder steigen. Und das ist wichtig, weil wenn die Sonne untergeht, habe ich keine Energie mehr und bleib liegen. Ah, verdammt. Wow. Ich glaube, der erste Run wird doch schneller, länger gehen, als ich dachte. Ah, so viel dazu. Diese Teile sind aber auch mies. Krieg ich den Booster? Nee, den krieg ich jetzt nicht. Schade. Ich hab leider auch keinen Sprung mehr. Diese Dinger sind mies, denn wenn man reinfliegt, dann ist man geblendet und dann passiert halt sowas. So, aber wie gesagt, ich bin hier auf maximalem Level. Hab schon eine Weile gespielt. In 9 Stunden wird die Welt resettet. Das heißt, in gut 9 Stunden gibt es dann eine neue Welt. Und was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte mir einen Magnet ausrüsten. Damit kann ich die Sachen, die ich aufsammle, besser aufsammeln, weil ich sie nicht direkt erwischen muss. Ich hätte gerne den Sprungspeicher, damit kann ich bis zu 3 Sprünge speichern, statt nur einen. Batterie brauche ich nicht, 3 Portale brauche ich auch nicht. Was ich noch möchte, sind die Turning Jets. Damit kann ich mich schneller drehen oder nicht schneller beim links und rechts fliegen. Bin wendiger und kann besser Dinge erwischen bzw. Dinge ausweichen. Und dann spiele ich doch nochmal eine Runde. Diesmal gehe ich mal einfach nach links. Schau, was es hier so gibt. Ah ja, man kann diese Barrel Rolls machen, wenn man lang genug auf eine Seite geht. Was? Was war das denn? Beim letzten Mal hat das noch geklappt. Naja, war ja direkt am Anfang. Halb so wild. Und jetzt, jetzt wahrscheinlich seht ihr das noch nicht, aber hier seht ihr es, ich muss den nicht mehr direkt erwischen, den Booster, sondern ich kann auch
kleines Stück daneben. Meine Güte, ist das anstrengend, wenn man dabei redet. Ich kann auch ein kleines Stück daneben vorbeifliegen und sammle ihn trotzdem auf. Das macht der Magnet. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich hier gleich zwei Booster kriege. Denn jetzt am Anfang steht die Sonne zwar noch relativ hoch, aber mittelfristig wird das halt doch noch zu einem Problem werden, so ab Region 4, 5 rum, dass die Sonne eben langsam untergeht. Und da ist es ganz gut, wenn ich jetzt am Anfang schon dafür sorge, dass die Sonne eben relativ weit oben bleibt, denn später in späteren Levels ist es deutlich schwieriger. Deswegen nehme ich mir auch diese Warp-Teile da nicht mit. Das sind diese runden, blinkenden Teile, wie das hier zum Beispiel. Die teleportieren mich einfach nur ans Ende des aktuellen Levels, der aktuellen Region. Das ist ganz nett in späteren Regionen. Wenn es zu schwer wird, dann kann man einfach einen Teil überspringen. Oder halt, wenn man dabei ist zu leveln, dann aber immer diese Herausforderung, wie zum Beispiel beende 4 Regionen, ohne irgendwo anzustoßen. Und dann kann man sich natürlich mit diesen Warps ans Ende teleportieren und ist halt nirgendwo angestoßen. Dafür sind die ganz nett. Aber man kriegt dann natürlich auch die Punkte nicht in der tendenziell einfacheren Region gerade. Die halt also tendenziell einfacher ist als die nächste. Weil es halt mit jeder Region nach und nach einfach schwieriger wird. Nicht nur das, man wird ja auch schneller, weil man immer mehr Booster einsammelt. Und es gibt natürlich mehr Hindernisse, je weiter man kommt. Und dadurch wird das Ganze halt immer schwieriger. Und das macht so ein bisschen den Reiz aus, obwohl das Spiel eigentlich an sich so ein bisschen monoton ist. Es wird halt immer schwieriger, es wird immer herausfordernder. Und es gibt natürlich auch eine weltweite Bestenliste, in der man aufsteigen kann, wenn man gut ist. Die natürlich jeden Tag zurückgesetzt wird, weil ja die Welt jeden Tag zurückgesetzt wird. Und dann ist halt das Ziel, besser zu sein. Also man kriegt halt Punkte, je weiter man kommt. Und diese blauen Teile, die nennen sich Trees, glaube ich. Oh, verdammt. Tries oder Trees, die geben halt auch Punkte. Mal den Multiplikator. Und ja, so ist es halt dann das Ziel, möglichst weit oben zu sein am Tag. Auch wenn ich nicht ganz einsehe, warum ich das tun sollte. Ich spiele das Spiel halt eigentlich eher, weil es Spaß macht. Und es ist ein gutes Aufmerksamkeitstraining, sagen wir es mal so. Das hat man, glaube ich, auch gerade gemerkt. Wenn ich viel rede, dann bin ich schlechter. Ach verdammt, der Sprung, den hätte ich gewollt. Na egal. Ich werde noch genug andere kriegen. Da zum Beispiel. Ich zeige euch mal, wie das hier funktioniert. Man verschwindet und am Ende der Level, am Ende der Region, taucht man wieder auf, kurz vor diesem netten Vogel, der hier einige Punkte und ein Power-Up fallen lässt. Das ist meistens ein Booster. Gelegentlich ein Sprung und relativ selten, aber es kommt doch vor, auch mal ein Schutzschild. Wow! Verdammt, ich wollte den Sprung da drüben. Ach komm, einmal noch. Einmal noch. Dann zeige ich euch noch einen anderen Spielmodus. Der nennt sich Armageddon. Und wie der Name schon sagt, ist der um einiges schwieriger nochmal. Ich glaube, ich sollte weniger reden, hm? Dann kriege ich wahrscheinlich mehr Punkte zusammen. War ja nicht irgendwo ein Sprung noch an der Stelle? Ja, da rechts von mir, na klasse. Naja, hier ist auch noch einer. Und jetzt kommt da eine Wolke, der will ich gerne ausweichen. Denn die macht langsam und mich damit dunkel. Und wenn sie langsam macht, dann habe ich halt auch das Problem, dass sie schneller untergeht, als ich mich bewege. Genau, also ich werde, wie gesagt, ich werde langsam halt, wenn ich halt im Schatten bin. Das passiert bei relativ niedrigem Sonnenstand auch bei größeren Objekten, wie den Bergen, dass ich da einfach in deren Schatten bin.
dann langsamer werde. Oder wenn ich mit etwas kollidiere, dann werde ich auch langsamer. Also so kurz für eine Sekunde oder so ist es halb so wild. Ich habe diesen hellen Balken auf dem Rücken, mein Flugzeug. Das ist meine Energie, mein Energiespeicher. Solange ich den noch habe, ist alles okay. Aber wenn der sich halt an dem Ende zuneigt, dann werde ich halt langsam. So, und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiterkommen, weil später die Regionen dann doch ein bisschen herausfordernder werden als das hier noch. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen weniger reden können. Ich meine, ich rede jetzt eigentlich schon zu viel, also zu wenig für euch wahrscheinlich, aber zu viel, um dieses Spiel richtig gut zu spielen. Yay, ein Schild! Ihr seht jetzt schon, die Sonne ist tief und das heißt halt leider auch, sie blendet. Und da ist zum Beispiel jetzt auch ein Schatten. Jetzt bin ich halt wieder langsam. Ach verdammt, ich wollte den Booster. Ach Menü, komm schon Sonne. Nicht Sonne. Booster, ich bin ein Booster. Muss doch irgendwo einen Booster geben, oder? Das Schild schützt mich halt leider nicht vor Sonnenuntergang, sondern nur, wie gesagt, vor Kollision. So, da war ein Booster, da ist der nächste, sehr schön. Noch einen, bitte. Vielleicht vom Vogel. Vielleicht gibt der mir ja noch einen. Ja, komm, gib mir einen Booster. Schnell, schnell. Puh, Glück gehabt. Der Booster macht nämlich auch meine Reserven wieder voll. Jetzt muss ich ein paar Sprünge opfern, um hier wieder aufzuholen. Uah, verdammt. Und ich bin geblendet. Zum Glück bin ich gerade gesprungen. Ups. Alles gut. Nichts passiert. Ich bleib mal hier oben. Ist hier noch Booster irgendwo? Außen? Ach nö. Jetzt darf ich tatsächlich liegen. Aber ja, gut, das passiert, wenn die Sonne untergeht. Gut, ich bin jetzt auf Rang 173 von, keine Ahnung wie vielen. Von, weiß nicht. Gar nicht mal so wenigen, ne? Also ich bin auf jeden Fall in der oberen Hälfte, so wie das aussieht. Gut. Ups, ja genau, Exit. Das ist Race the Sun und dann gibt es hier noch die Apokalypse und das Labyrinth. Und jetzt zeige ich euch mal die Apokalypse. Die sieht so aus. Uah! Die ist zum Glück überhaupt nicht unfair oder so, oder schwierig. Was zur Hölle? Wie gesagt, es wird jeden Tag zurückgesetzt und dementsprechend bin ich das hier noch nie gefahren oder geflogen. Boah. Autsch. Ah. Oh, das sind aber auch gemein, diese Teile hier, diese Schlangen. Ich habe gerade gesehen, es gibt ja auch diese Teleporte, diese Warps. Da will ich mal einen schnappen und mal den zweiten Level anschauen. Wow, what the fuck? Sieht das jetzt anders aus als gerade eben noch? Sieht so aus, ja. Oder habe ich da gerade nur. Uah, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Ja, das ist die Apokalypse. Lauft ihr Narren, flieht ihr Narren. Fly, you fools. Dann läuft der Graue. Jedes Mal, wenn man ein Spiel anfängt, dann kommt am Anfang so ein Zitat von verschiedenen Leuten. Also jedes Mal nur von einer Person, aber halt. Insgesamt verschiedene Personen. Auch hier in der Apokalypse gibt es zum Glück diesen Vogel, der für ein paar extra Punkte sorgt und offensichtlich auch gelegentlich ein Hindernis fallen lässt. Großartig, das wusste ich noch gar nicht. Und der dritte Spielmodus ist das Labyrinth. Der ist nicht ganz so schnell. Dafür guckt man von relativ weit oben drauf. Und muss ich hier durch dieses Labyrinth hindurchbegeben. Und dann gibt es auch sowas wie diesen Schalter hier. Und dann muss ich halt dieser Leiterbahn folgen, zum Beispiel in die Mitte.
Ich dachte gerade, die wäre nach rechts gegangen. Verdammt. Also ihr seht, das Spiel hat einiges zu bieten. So, jetzt aber, ja, das hier ist der richtige, ne? Genau, die führt dann hier hin und da geht's dann auf, weil ich den Schalter betätigt habe. Puh. Ansonsten gibt's hier diese beweglichen Teile. Zum Glück sieht man bei denen, im Gegensatz zum normalen Spielmodus, zumindest bei einigen davon, anhand dieser weißen Linien, wo sie sich bewegen. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Oder diese Blöcke, die einen Pfeil drauf haben, der anzeigt, in welche Richtung sie drehen. Das hat durchaus Vorteile. Und da bin ich ja auch schon durch. Yay! So, was haben wir hier? RB, RGB. Ich will blau. Wobei ich nicht weiß, ob das irgendwas ausmacht, diese Entscheidung. Wow, was ist das denn? Meine Güte, ist das gut. Na, immerhin gibt es keine Sackgassen, die man erst nach viel zu später Zeit bemerkt. Puh, das ist ja auch gut, dass die Teile zufällig fallen und nicht immer nur abwechselnd oder in eine Richtung. Finde ich gut. Und ja, ich habe den zweiten Level-Labyrinth noch nicht gespielt, bisher nur den ersten. So gut war ich bisher noch nicht. Wow, der dreht sich ja. Ah! Verdammt. Das ist ja gemein. Warum zeigt der Pfeil senkrecht zu... Lass mal weg. Senkrecht zu dem... Teil, das mir den Weg versperrt. Das ist ja gemein. Naja, ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust mehr gerade. Also das Spiel kann man so einmal am Tag, so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten spielen. Dann wird es eigentlich wieder so ein bisschen langweilig. Aber am nächsten Tag lohnt es sich halt wieder, weil dann das Spiel wieder anders aussieht, weil die Welt wieder verändert wurde. Und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal die Credits. Die sind passenderweise im Spiel implementiert. Und man kann es hier so ein bisschen glitchen. Machen wir einen geeigneten Berg dafür. Ja, genau, den nicht. man kann da tatsächlich drüber. Über die Schräge. Ich kann aber auch hier, bevor es anfängt, rübergehen. Und dann seht ihr, es ist immer wieder das Gleiche. So ist die Welt auch aufgebaut. Also das ist im Prinzip ein relativ breiter Streifen, der nach links und rechts dann wieder wiederholt wird. Und man kann hier, genau, sich hochglitschen und dann hier rüber auf die nächste Schiene. Nicht, dass es irgendwas bringen würde, aber es funktioniert. Ich frage mich auch, ob man das im normalen Spiel machen kann. Aber wahrscheinlich geht es nicht, weil man dann... weil man da zu schnell ist, verglichen mit den Credits. Es gibt eine Errungenschaft, die man kriegt, wenn man Wolken berührt. Ich frage mich gerade, ob ich die jetzt gekriegt habe, weil ich habe hier gerade Wolken berührt. Werden wir gleich sehen. Ich probiere es nochmal. Okay, das hat nicht geklappt. Habe ich sie bekommen? Nein, dann zählen wohl die Wolken in den Credits nicht. Schade. Schade, schade, schade. Es gibt übrigens noch einen Level-Editor, den nenne ich mal passend nach mir. Allerdings habe ich den noch nie ausprobiert. Uiuiui, ui. Wie funktioniert das denn? Okay, ja, mach mal rein. Und jetzt? Sieht... spannend aus und komplex, und ich sehe gerade, ich habe genau gar nichts erreicht auf der Weltkarte. Das hat immerhin den Vorteil, dass ich nicht kaputt gehe, aber es ist halt auch leider ziemlich langweilig. Gut, wie gesagt, damit habe ich mich noch nicht wirklich... Jetzt! Das sieht doch gut aus. Warum habe ich das zuvor nicht gehabt?
Dann mache ich das doch mal so und dann hier so ein bisschen dicht. Kleine Lücke lassen. Und dann schaue ich mal, ob ich diese Stelle finde. Beim Fahren. Die müsste ja jetzt so ein bisschen rechts von mir sein. Hallo? Hallo? Warum kommt da jetzt nichts? Hallöchen. Ich habe doch gerade Blöcke gesetzt. Das ist doch doof. Ich habe die doch gerade gesetzt. Muss ich vielleicht hier hinten noch ein paar? Komm. Letzter Versuch. Aber mir scheint, das ist irgendwie buggy. Das funktioniert nicht ganz. Gut, ist mir jetzt auch zu blöd. Wie gesagt, ich habe das noch nicht erfolgreich versucht. Ich habe also nur kurz mal jetzt versucht reinzuschauen. Nee, nicht speichern. Das ist es nicht wert. Ich kann da nachher wieder rein. Workshop, was ist das denn? Steam Workshop. Okay, brauche ich nicht. Gut, dann, ja, im Prinzip habe ich euch dann alles schon gezeigt. Es gibt noch einen Downloadable Content. Der, keine Ahnung, wird gut bewertet, aber war es mir bisher ehrlich gesagt nicht wert. Für 2 Euro. Eventuell, also wenn ihr sagt, euch gefällt das, dann werde ich den wahrscheinlich mir, dann bin ich motiviert, mir den zu holen. Um das Ganze euch zu zeigen. Das sieht dann so aus. So. Sieht ja schon gut aus, ne? Muss man sagen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, glaube ich, das Gleiche. Also ich weiß nicht. Sagt ihr, was ihr davon haltet? Schreibt mir einen Kommentar. Und danach werde ich mich dann richten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder bei Gothic 2. Tschüss.